Jetzt zeige ich euch mal, wie man bei einem neuen Citroën C3, der ab ca. 2015 produziert wird, den Luftdruck resettet. Dazu drückt man, wie ich es hier schon gedrückt habe, auf diese Autotaste. Dann auf Reset Reifendruckerkennung. Und dann fragt er einen bla bla bla, ob wir sicher sind, dass mal alles angepasst ist und ob wir es jetzt zurücksetzen wollen. Und dann sagen wir einfach ja und klicken drauf und das war dann im Prinzip schon. Weil dann ist die Lampe auch aus.